hallo und herzlich willkommen. Frohe Ostern, dicke Eier. Nee, Moment, das war ja erst. Wir sind wieder auf Sendung. Arc Age mit der Horde. Yay. Ole, ole. Du könntest wenigstens mithüpfen, Jan. Jetzt winkt der. Alter. Kann ich den mal auswechseln gegen Leute, die auch mithüpfen? Ich bin halt kein Gummibärchen. Aha, es geht doch. Gut. Wir haben noch keine Ahnung, was wir heute anstellen, aber wir werden schon irgendwas Lustiges finden. Davon gehe ich mal aus. Und im Hintergrund geistert schon die Sasa rum und der Marbruck und der David und der Jan. Ajo. Und irgendwen habe ich bestimmt vergessen. Ja, Olas ist noch mit da, aber Olas kann nicht sprechen gerade. Okay. Dann haben wir sie ja alle. So, was versuchen wir denn heute Abend? Weltherrschaft an uns ja, zu bringen. Ja, sehe ich voll genauso. Weltherrschaft ist immer gut. The brain. Weltherrschaft klingt gut. Okay, dann lass uns doch mal aber gucken. Aber uns fällt doch Pinky. Stimmt, Pinky ist nicht da. Jan, wo ist Jackie? Als ich ihn letztes Mal gesehen habe, lag er auf der Couch und hat Xbox gezockt. Schreibt nicht vor einer halben Stunde noch an. Schämen soll er sich. Schäm dich, Jackie! Du wolltest aber auch schon um 9 anfangen. Ja komm, die Viertelstunde, das ist noch nicht die härteste Verzögerung, die wir hatten. Es ist 21:45. Nein, was? Dann solltest du vielleicht 9. mal deine Uhr stellen. Normalerweise sollte die gestellt sein. What the fuck? Wir haben es 21:15 Uhr. Zeitumstellung ist auch erst 3 Wochen her. Ja, ich meine. Die Uhr geht anders. Aber. So. Kommen wir nochmal zu dem Klatschen. Ole, ole. Nachrichtigung, bla 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 bla. Viertel nach 10 und so. Stimmt alles. Das Viertel nach 10. Ah, ja. Jap, jap. So kann man das auch sagen. So, wo geistert denn der Rest der Gilde rum? Machen wir doch einfach mal so und so. Dann gucken wir mal, wer das alles annimmt. Gut. Na komm, Liga-Zeiger, spring um. Unterhältst du dich jetzt ernsthaft mit deiner... Nö, Internet sagt zu meinem Computer, nee, ist schon 22:15. Vielleicht Alter. Ist deine Zeitzone an deinem Rechner falsch. Nein, Berlin, Sommerzeit. Ja. Das ist das Erste gewesen, was ich geguckt habe. Ey, jede einzelne Einstellung hat er übernommen, nur die nicht. Du sendest quasi, also du bist heute live aus Polen zugeschaltet, möchtest du damit sagen? Ja, yep, weil wurde geklaut und so. Ach so. Das erklärt auch das Fehlen von Jackie. Ja. Ja, der wurde... Weil die kleinen Sachen, auf die es ankommt, sind immer geklaut. Oh, du kannst mich jetzt gerade mal. Nee, kann ich nicht. Du bist geklaut. Nee, ich meine die Uhr hier. Nach Polen fährst du nicht. Polen. Nee, da klauen sie sogar noch meinen Ford. Kommen mir schon wieder diese Reiseprospekte. Über das polnische Triathlon. Kommen Sie nach Polen? Ihr Auto ist schon da. Ja. Über der polnische Triathlon. Ja. Zu Fuß über die Grenze. Im Polizeiauto in die Stadt. Audio 6 zurück. Ah, ja. Yep. So sind wir. So, ich habe immer noch keine Einladung, woran scheitert's? Ich habe keine Ahnung. Ich kann dich gerne noch zum dritten Mal einladen. Aha. Aha. Weißt du was, dann machen wir es uns einfach. Dann gehe ich mal einfach davon aus, dass das hier der David ist. Ja, das bin ich.
Und dann klemmen wir uns den unter den Arm und dann raiden wir mal das Burning Castle und verschaffen dem Namen alle Ehre. Machen wir mal Treffen in Ostera, würde ich sagen, oder? Nee, ich hüpf mit Chris direkt rüber ins Burning Castle. Kommst du mit? Der hat keine Wahl, der hat angenommen. Ja, ich würd auch einfach einen Port aufmachen. Der Unter stimmt. So. Also bin jetzt im Sumpstar gelaufen, wo ich gerade hinlaufe. Ja. Ja, aber ich denke mal, unser Elmo hat den Punkt im Burning Castle noch nicht. Achso, ja, dann sollten wir den mal einsammeln. Oder macht der Sasa? Liegt denn du da? Was liegt denn, ja? Müsst mir nur sagen, wohin. Villanella. Ja, komm, warte. Ich bin gerade irgendwo in Villanella. Wo in Villanella soll ich hin? Du wartest da, wir holen dich ab und dann porten wir uns zum Burning Castle. Lass doch mal gucken. Villanella. Wo haben wir denn? Also ich bin irgendwo, ja, südlich. Genau zwischen Tür und Angel, ja, das macht nichts. Dahin. Ja, und Trank. Villanella schreibt sich gar nicht mit W. Oh, Twitch ist bei mir schon wieder abgestürzt. Ich glaub's ja nicht. Ernsthaft? Dabei streame ich doch nur in 1000. Schön unter Kontrolle. Ich streame nur in 1000. Jetzt mach mich nicht schwach. Ja, und ich habe die Porno-Downloads schon extra ausgemacht. Vielleicht ist das der Fehler. Ja, Priorität. Ja. Ich mir das Spielen auch verkneifen. Ich gehe davon aus, ich darf heilen. Davon kannst du durchaus ausgehen, es sei denn, Jan... Nee, Moment, wir sind ja schon 5. Ja, dann müsstest du das wohl einmal übernehmen. Gut, dann gehe ich schon mal rein und werde dann schon mal... Ja, wo haben wir denn? So, hier über die Brücke, dann da nach unten und da dann... Ja. Okay. Geronimo, ich bereue nichts. Hoppala. Ah. Jetzt hänge ich an so einer komischen Stoffpuppe. Jetzt du hin? Hier hoch und dann nach unten. Kann man machen. Ja. Muss man nicht, kann man aber. Ja, ich nehme aber gerne die romantische Route. Die ist viel schöner als wie deine da. Einmal mehr wie. Oh, hier fahren mir Kutschen entgegen und du sag mir nochmal, das ist nicht romantisch. Ja, hast du dir mal den Fahrer angeguckt? Ja, gut, da vergeht mir auch jeder romantische Moment, aha, aber ist ja egal, ist eine Kutsche. Ja, aber Froschi McFroschenson und so ist ja jetzt nicht gerade der hübscheste Kutscher. Kann sich auch anstellen. So, ja. Da oben fliegt er. Wird ja besonders toll, wenn er während der Fahrt die Fliegen wegschnappt. Ja, jetzt mal landen. Oder noch besser die Glühwürmchen. Ah, guck mal, Schatz, ist das nicht romantisch? Quack. Oh, verdammt, daneben. Da vorne liegt er. Ist es soweit? Ich wollte jetzt mein Tagebuch rausholen. Ja, dann hol mal. Zeig mal, was hast du denn so Feines geschrieben? Lastkeller, wo haben wir es denn? Lackenmoor, da ist es. Ich bin ein Skillpunkt über. Ja, ich hab doch letztes Mal schon gesagt, dass das cool ist. Bogenschießen, Schattenspiel und Hexerei. Es klingt auf jeden Fall wie ein Plan. Jackie! Ciao, Jackie! Servus Stiller, Jackie. Ja, bin noch abwesend, Jackie. Ach so. Ja toll, jetzt habe ich umgescaled. Jetzt muss er warten, dann kann er gleich mit Herzen um sich schießen. Ja, aber dann sind wir ja zu 6 im Dungeon. Ja, aber Chris geht eh um 10 ins Bett. Ach so. Ja. Ja, der hat Frühschicht. Oh. Er muss schlafen.
Muss der Herr schlafen? Ja, weil sonst schläft er morgen in Arbeit. Ist dann nichts gut. Kommt drauf an. Wenn du Bettentester also bist, ist es optimal. Aber schön, dass sie nicht abkommt. Ja, dafür nicht. Ich hätte den Port von Schlackenmoor schon irgendwo selbst gehabt eigentlich. Ja, das weiß ich doch nicht. Weiter schon mal. Du hast doch vorhin gesagt, du warst hier noch nicht im Burning Castle. Ja, ich wüsste nicht, dass das Schlackenmoor Burning Castle hat. Du wechseln kann. Nee, das Schlackenmoor drinnen hier. Ah, da rein. Da wollen wir rein. Nur so, ja. Geh mal davon aus, ja genau. Na, Inni schon clear, Bosse gelegt. Loot übergelassen. Jetzt hast du gesagt, ey, toll, scheiße. Hast mal kurz gemacht. War auch schon zu zweit drin gewesen. Jetzt nicht. Ja, bei dem Level macht das ja, glaube ich, auch nicht mehr allzu viel aus. Dann schauen wir doch mal. Nicht, dass ich nachher noch RP-Equip anhab. Nein. Sieht gut aus. Aber hat doch in HD-Farm auch geklappt. Ja, gut. Ready when you are. Okay. Ich gehe mal nicht davon aus, dass wir jetzt so genau drauf achten müssen, oder? So wie vorher immer. Ich schieße aus sicherer Entfernung. Ja. Du bist ja auch gut. Da wird ja einer gierig. So war das jetzt allerdings nicht gemeint. Dachte auch nicht, dass die drei mitkommen. Ja. Sagen sie hinterher immer alle. Aber der Tank wird's schon richten, ne? Aber wenn der Tank, dann zumindest ein Seiler. Was sind das denn? Oh, die hätte ich gerne, die prächtigen Begleiter-Ding. Weil dann ist Viskas nämlich voll. Ja. Dann würfel ich mal drauf. Mein Beileid, hast du schon mal mit einer Selbsthilfegruppe für Viskas versucht? Wieso? Weil er voll ist. Ach so. Oh, nee, der rennt am besten, wenn der unter Alkohol steht. Ach so. Er kann das nüchtern nicht ertragen. Ja gut, könnte ich bei dem Besitzer wahrscheinlich auch nicht. Ohoho. Was meinst du, wo der Feuerfurz herkommt? Ah. Macht Sinn, ja? Ja. So, dann kommt mal hier. So. Wer hätte es gedacht, mit 20 Leveln Unterschied ist das viel einfacher. So. Verstehe ich gar nicht. Ja, echt. Ja, kommt doch mal her. Na, du musst das Target auch ins Target nehmen. Ne? Richtig. Ach, das wird doch mal bewertet. Ja. Komm her, ihr komischen Hexen. Din. So. Ne, den brauche ich jetzt nicht. Ich glaube ja nicht, dass ich hab unabsichtlich drauf gewürfelt. Dann mach das. Oh. Oh. Ich hab eine Flöte. Ach so. Sag das doch. Ich habe auch noch Gemüsesuppe. Nom. Mit Schnitzelgeschmack. Ja, mindestens.
So gehört wenn der Koch schon so dämlich ist und das Schnitzel mit einer Gemüsesuppe verwechselt. Du, ich würde den Koch nicht beleidigen, wenn er anwesend ist. So, nur mal für die Zukunft. Falls du auch irgendwann mal Gemüsesuppe ohne Spucke haben möchtest. Nein, ich will Schnitzel. Ja. Schnitzel macht aber kein Mana voll. Ich glaube, ja. Sagst du nur so lange, bis du Mana brauchst. Hab ne Flöte. Ja, ja. Dann verschwende ich das Schnitzel nicht an Deutsche. Das wird doch fies. Du wolltest doch nur wieder Soße drauf oder Mayo. Was? Mayo auf dem Wiener Schnitzel? Nein. Alter. Wie geht die Mayo auf dem Schnitzel? Die haben doch überall Mayo drauf. Nein, du findest nicht. Das stimmt im Ort. Doch. Nein, Mayo klingt viel zu nett. Wir nehmen Ketchup. Schrank jetzt. Wir müssen doch das Stereotyp erfüllen. Natürlich. Ich noch was. So. Weiß jeder noch, wie der geht? Ich glaube nicht, dass der wirklich viel zu viel kommt, oder? Nein. Okay. Jetzt stunt er mich auch noch. Das haben wir aber nicht gewettet. Alter. Ja, dann kite den halt. Nom 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 nom. Aha, da ist er wieder. Hallo. Mr. Schnitzel himself. Ne, Moment. Grüß dich, Jackie. Grüß dich, Tracker. Oh, wie gemein ist der denn? Na, gut geschlafen. Ich hab nicht geschlafen. Du klingst aber so. Ich hab grad eine Aufgabe gemacht und kam zu einer anderen. Dann haben wir telefoniert, sind die Lösungen durchgegangen. Hammer, der Zerstörung. Der macht... Heilung. Ja. Brauche ich sehr lustig, nicht. Hammer der Zerstörung. Was macht er? Er heilt die Leute. Ja, nu. Das zerstört ja jede Hoffnung, den Gegner zu zerstören, weil der halt hochgeheilt wird. Krumme Definitionssache, aber okay. Ja, hallo. Wer in einem brennenden Schloss wohnt, von dem erwarte ich nicht allzu viel. Ach, weißt du, man lebt nur einmal. Ich bereue nichts. Tigerschlag einfach mal in die Meute. Mehr als Fehlpullen kann ja auch nicht passieren. Ich habe ja ein gutes Team im Rücken, da kann man sowas ja mal machen. Genau, greif mich an. Komm, aufspießen, Raben drauf, gut ist. Super. Ich glaube nicht, dass wir einen passenden Stoffi dabei haben, oder? Wirklich. Schade. Ja, komm. So mag ich das. Voilà. Wer kommt denn da von hinten angeschlichen? Wenn es nicht der Boss ist, ist mir egal. Nee, der steht ja oben. Verdammt! Ich hab ja Meditation, warum sagt mir das keiner? Du hast Meditation. Ja, du hast Meditation. Ja, danke. Bitteschön. Wozu Gemüsesuppe? Wozu meditieren? Weil ich's kann. Oh, aber warum habe ich denn darauf jetzt gewürfelt?
Und dann auch noch so gut. Warte mal, kann ich die abgeben? David, halt mal still. Könnt ihr brauchen. Wo bist du denn? Eine Spur besser wie meine. Ja, dann sollst du sie doch auch bekommen. Was will ich denn damit? Bitteschön. Dankeschön. Ich bringe euch Liebe. Ihr schießt aber schon auf den richtigen und nicht auf mich, oder? Das ist ganz schön Schaden. Auf das dicke Ding mit dem Schwert und dem Schild, oder? Ja, das kommt hin. Okay, passt. Dann habe ich den richtigen Sinn. Mir auch keine Symbole über die Gegner gesetzt. Ich schieße einfach wild durch die Gegend. Ich komme ja manchmal gar nicht dazu, deswegen habe ich es mir inzwischen abgewöhnt. Macht der gerade nur bei mir Aerobic oder sieht der bei euch auch so komisch aus gerade? Ja. Wenn du mir jetzt noch sagen könntest, wer, könnte ich der das... Blutwind-Oger hier. Der da, der kratzt sich am Ohr bei mir, aber mehr auch nicht. Ja, bei mir hat er Arsch hoch. Aber nicht mehr lange. Warte mal. Wollen wir ihn mal von seinem Leid erlösen. So. Der mit seinem Random-Agro-Scheiß. Habe ich denn alles am Laufen? Einmal noch meditieren und dann kann es losgehen. Ja, der macht noch. Eigentlich nur Feuer und also der macht den Feuerschaden und halt diesen Blitz, wo du dich besser rausbegeben solltest. Jo. So wie jetzt quasi. Und einen miesen Slow-Effekt macht er. Na, wirst du wohl. Ich glaube, dem geht's zu gut hier. So. Wollen wir mal gucken, was er dabei hat. David. Die Hose. Die Hose. Wo hab ich denn? Schlürf. Ich kann mich hier noch an unseren ersten Lauf erinnern. Ja. Ich hab die identische Hose bereits. Dann kannst du dir auf den Kopf setzen. Absolut. Da gibt es da keine so Zufallsgeneratoren bei den Gegenständen, wie es bei Diablo oder so war. Nee. Also weil zumindest in den Innis nicht so extrem. Also es hätte sein können, die Stufe kann unterschiedlich sein. Also heroisch, legendär, episch und so weiter und so fort. Bei dem Boss hier ist es wichtig, die Seele von dem Sohn zeigt uns gleich eine Glocke. Da sollten wir relativ schnell drunter, weil es gibt einen fiesen AE-Schaden und da kann dann auch ich nichts mehr. So, Marke Instant Kill und so. Das ist aber nett, dass du mir kurz vor dem Kampf noch einen flötest. Ja, ne? Irgendwie und so. So. Wollen wir doch mal.
Da ist die Glocke. Hoppala. Achso, hat sich schon erledigt. Das war schon. Ah je. Nochmal Lederrüstung. Nochmal den Wams, Tobiascha, den so, denn Nastascha. Oh, hoppala. Aber der ist so schick. Wie der Wams? Ja. Warte mal, eine Quest davon habe ich auch angenommen. Da kann ich auch mal aufmachen. Wann? Achso, wir haben ja nur einen Menti. Ja, richtig. Macht ja nichts. So, achso, naja. Das war's. Ja. Wir haben fertig. David, warst du schon in Hardier fahren? Einmal oder so, aber ich glaube, wenn ein Quest ist, muss man öfter machen, oder? Die kannst du täglich machen. Lass mal machen. An, bitte. Hm? Der Chris hat gerade den Wams angezogen. Ja, das, der ist so nice. Und ich hab drauf gepasst. Verdammt, ja, ich hab genau. Das Equipment auch noch nicht. Nein. Ich hab drauf gepasst. Ich hab den auch, weil das soll auf meine Leder-GHA. Ist Freinich interessant oder ist es nur Fade? Freinich, da fahren wir einmal hin, du gibst deinen Kram ab und wir hauen wieder ab. Falls wir lebend ankommen und lebend wieder zurückkommen. Also? Twitch, warum zeigst du mir an, ich wäre offline? Weil ich ein Standbild habe. Aber das habe ich schon, wenn ich das richtig sehe, schon seit Vinalinella. What the fuck? Aha. Es steht nur offline drunter, weil sendet problemlos. Okay. Na toll, alles nochmal auf Anruf. Ja, alle wieder zurück, Mobs ich wiederbeleben. So, als kennt, würde er das nicht kennen hier. David, ganz überrascht tun. Du kennst noch nichts hier. Wenn wir jetzt unsere Twinks auspacken, die wir nicht haben. Also ich nicht. Wenn ihr das alles so routiniert macht, dann ist es schwierig überrascht zu werden, glaube ich. Ja, ich das kommt noch. Twink ja rausholen. Also wir haben die, wie oft haben wir Burning Castle gemacht, wo ich dabei war? Ich glaube 4, 5 Mal. Nee, Jan, lass den Twink mal drin. Ja, 4, 5 Mal sind was bestimmt gelaufen. Ja, und insgesamt ist das irgendwie unser, weiß ich nicht, 30. Inni-Gang. Von daher sind wir halt etwas eingespielt. Also, 30 Mal bin ich, glaube ich, alleine mit Brandi und Chris dann durchgelaufen. Ja, aber ich meinte jetzt mit mir zusammen und so. Ja, ja. Radierfarm noch mehr, noch schlimmer. Ja. Ha, aber ich konnte Chris gestern zeigen. Der war nämlich noch nie in den Schnittwinden. In den Schnittwinden? So. War ich da? Nee, ich glaube das, nicht. Das ist die. Das ist das Pendant zum Palastkeller. Sitzt du gerade auf meinem Whiskers? Tatsächlich. Ach, das Pendant zum Palastkeller? Da war ich auch noch nicht. Warte mal. Jetzt bin ich mal neugierig. Ich habe nämlich aus Versehen auch auf den Kopfschutzdingens gewürfelt. Aha, dachte ich es mir schon. Ach, das ist auch derselbe. Das macht es einfach. So, Whiskers, dann darfst du einmal abtraben. Hä, wo haben wir dich denn? Darfst du das schon tragen? Nein. Schnuff, nicht mal das kannst du richtig machen. So, wo fallen wir jetzt ein? David, bist du HD fahren wird schon gelaufen? Einmal. Ja, zur Not machen wir HD fahren. Ja, können wir auch. Ist ja jetzt auch nicht die Herausforderung. Nee. Nicht wirklich. Wo habe ich es denn? Hardier Farm. Da, Dungeon. Das ist der Palastkeller.
Einzige, was man aus Deutschland kennen muss, ist Bayern. Sag mal, geht's noch? Das gehört nicht zu Deutschland. Wer hat das denn gesagt? Gerade im Chat. Ich locke dein Radiofarm fix um. Doch, das war gut. Witzigerweise sehen das alle ähnlich. Die Österreicher sagen, die Bayern könnten zu uns kommen. Und die anderen sagen, ah, die Bayern können nicht zu uns. Ja, die Bayern wollen nicht zu uns. Ja, die Bayern wollen einfach nur Bayern sein. Naja, sie wollen ja nach Fußball, glaube ich, nicht verlieren. Warte, was mit Bayern? So, dann muss ich ja gleich mal. Bayern wird jetzt sein eigener Staat. Das Blöde ist nur, die Nationalmannschaft wäre dann der FC Bayern München. Und die dürfen ja bei den Spielen dann ihre Auswärtslegionäre nicht verwenden. Tja, so schnell kann's gehen. Also schüchtern, ihr dürft euch doch trauen. Nein, mit euch, ins Verderben. Ja, ich warte noch auf Jans Stream. Online bin ich. Achso. Seid ihr schon drin? Ich noch nicht. Ich bin jetzt drin. Ich hoffe, es hat wer den Nebelscheinwerfer eingepackt. Heißt dein Twink Ayil? Jo. Okay. Versuche ich dich doch mal einzuladen. Oder kann ich mir nämlich auch noch die beliebte nette Quest annehmen? Da habe ich sie doch. So. Wieso schon hier in Reihe und Glied stehen? Heute ja, kämpfen wir gegen die Monster in der Adia-Farm. Wer greift denn da schon an? Da hat's aber einer eilig heute. Ja, Österreich wäre effektiv halt, ne? So, so. Lang reden tun. Normal laufe ich nur von Quest zu Quest. Stoffschüchchen! Ah! Kevin, mach mal leise. Naja, wir machen. Nee, ganz. Wir machen richtige Dungeon-Einweisungen, machen wir dann, wenn es akut wird. Also normalerweise würde ich das jetzt schon machen, aber. Das ist doof, die Schüchchen brauche ich. Oder wollte ich? Oder brauchst du die auch? Nee, ich hab mir drauf gewürfelt, weil Heroik und dachte mir, irgendeiner brauchst du schon. Aber ich kann sie dir dann ja gleich geben. Dann passt es ja. Dann sagt Bescheid, wenn euer Handel durch ist, dann greife ich hier, dann nehme ich gleich an. Wo musst du doch die anderen warten? Das machst du doch alleine. Nee, ich glaube, alleine kriege ich auch eine Schnauze. Ja, bitte. Weil die haben halt 2 Sterne, da ist das nicht ganz so einfach. Ich bin ja kein Damage-Dealer, bin ja nur der Tank. Und normalerweise, danke. Jetzt lässt er mich noch nicht mal ausreden hier. Du kannst doch reden und kämpfen gleichzeitig, oder? Nee, das geht nicht. Ich kann ja auch nicht gleichzeitig reden und loslaufen. Das funktioniert bei mir auch nicht. Außerdem versuche ich dann immer in der Instanz darauf aufzupassen, dass keiner auf die Schnauze kriegt. Wenn das ab. Ja, du schon. Ja? Wir machen das ja auch schon seit einer Weile. Komm, ja, mal, und auf den Rest passe ich auf. So, guck mal her, jetzt gebe ich euch mal was zu tun. Damit sich keiner über Langeweile beschwert.
du denn hin? Nein, normalerweise sprechen wir uns da dann besser ab und setzen dann auch die entsprechenden Zeichen und pullen dann auch nur, wenn dann alle bereit sind und... Ich glaube, den Helm habe ich schon. Das kann gut sein, der ist ja eh für deinen Begleiter. Der kann ihn nur nicht nehmen. Weil er noch nicht 30 ist. Ich hab mal jetzt so ein Pferd. Wenn es kein Neomorph ist. Der hat zwar nicht aufgezogen. Und was? Lee? Ja, Leomorph, so heißen die Viecher von den Harani. Das sind so weiße, weiche Plüsch-Fusselmonster. Ja. Die sehen aus, als wenn ein Känguru und ein Schaf Liebe gemacht haben. Das Endergebnis ist ein Leomorph. Kann man hier drin ja gar nicht rausholen. Du, ich möchte sowieso nicht, dass du irgendwas rausholst. Warum nicht? Ich kann Beine zeigen. Nee, lass mal. Ich glaube, wir sind das, nehmen das, lehnen das einstimmig mal, einfach mal ab. Ich. Ja, ziemlich schnell bei euch, oder? Sehr traurig, wenn nicht. Ja, das ist wohl wahr. Aber wenn die Gruppe ein bisschen anders aufgestellt wäre, dann müssten wir uns hier auch schon wieder ein bisschen zusammenreißen. Oh, nice. Oder nett. Oh, ein Heilerkolben. Ja. Werden sie auf einmal alle gierig? Ja, ich hab nicht drauf. Was habt ihr denn hier jetzt gemacht, bitte? Wieso? Was denn? Was denn? Ich bin einfach in Lava gesprungen und wollte mal gucken, ob du das mit. Ja, Bombenidee. Alles Teil habe ich zwar, man braucht jemand dieses Begleiterausrüstung. Das kannst du. Also, ich brauche es nicht. Ich weiß nicht, ob es irgendwer anders braucht. Ich brauche noch irgendwas um die 6 Level von meinem Mount, also das eilt nicht. Oh, nice. Katana. Hab ich jetzt ja mal gar nicht drauf geachtet. Obsidian Katana in Himmlisch. Nett. Jupp. Nehm ich. Was genau möchtest du mit einem Katana? Einfach nur rumrennen. Eine Einhandwaffe. Reicht als Argument. Ja, als Magier was Nettes. Ach guck, dann trifft sich das ja total gut, weil Teres ist ja da. Dann könnten wir mit Teres gleich GHA reden, wenn ihr Bock habt. Das klingt nach einem Plan. Nach einem Plan. Ein kleiner Inni-Abend zum Warmwerden. Ja. Weil war ja jetzt eh eher spontan. Ja, ja, klar. Ja, Chris muss ja dann eh gleich weg. Hallo. Ja, und dann Jackie mit als Heiler und ich als DD-Dicke und dann passt das doch. Ach, richtig. Ja, klingt wie ein Plan. Gut. Läuft, würde ich mal sagen. Du wirst gleich gnadenlos ersetzt. Oha, das wird jetzt lustig.
Er freut sich doch darüber, er macht doch kein GHA laufen. Yay, Quest abgeschlossen. Was für eine Quest? Teufelsjäger. Besiege 40 Stück. La. Waren glaube ich 40. Nur weil du ersetzt wirst, heißt das jetzt nicht, dass du uns in den Tod reisen musst. Wegen einem Vieh. Ja, ganz genau. Was spielst du nochmal? Tank? Weiß ich nicht, habe ich gerade vergessen. Ich kriege immer so doll auf den Kopf, ich vergesse das immer zwischendurch. Oh. Das ist eine gute Ausrede eigentlich. Ja, ne? Ihr habt mich gewählt, um zu tanken, nicht um zu lenken. So. Gemüsesuppe fortwinden. Achso. Ja, die Fürstin. Du weißt das mit den Kreuzen? Na egal, ist eh schneller down als für. Wenn Grab vor dir auftaucht, einfach F drücken. Ganz simpel. Ich gehe mal davon aus, dass alle startklar sind. Okay. Komm mal her, du Fürstin. Bist du eine kleine miese Akkusau? Muss einfach mal gesagt werden. So, da ist sie weg. So eine GHA müssen wir uns dann gleich wieder alle vernünftig anstellen. Ich habe gerade einen Nachteil an Tigerschlag herausgefunden. Es ist zum Pullen selten dämlich. Hey, jetzt zünd mich noch an hier. Und da sieht man dann halt, dass Level doch nicht alles ist. Doch schon. Hat noch wer Gemüsesuppe für mich? Nee, aber ich hab noch ein bisschen. Ich nehme auch Alternativen. Na dann. Wer hört denn da so herrlich laut Musik im Hintergrund? Dankeschön. Gerne. Der Key ist das. So, dann machen wir mal so. Zack. So, Jan, sagst du Jackie bitte, dass sobald er seine Musik wieder leiser gemacht hat, ich ihn auch entmuten werde? Moment. Du hast es gepult, dann musst du damit auch fertig werden. Mach ich. Braucht zwar ein bisschen länger, aber. Ich muss zwar auf den Kreis laufen. Weiter sagt dir das wieder wegen. Wenn du ihn brauchst. Wahrscheinlich nicht. Wenn du nicht schon 20 Mal hast.
Weißt du, wenn man darauf wartet, ne, dann droppt der nie. Und demnächst nehmen wir David immer mit, wenn wir Reittiersättel brauchen. Jetzt zieht die förmlich an. So, wie machen wir das denn? Wo haben wir denn die Sasa? Da. Was beim Minchen klappt, klappt beim Rest auch. So, dann dürft ihr alle mal mit dem Herzchen kuscheln. Nee. Das wird jetzt böse. Nee, wieso? Am Resette. Ach so, okay. Ah, das wird böse. Alter! Chris? Chris? Frag mich mal, warum er schießt, ich weiß es nämlich nicht. Echtes Timing, oder? Das war unter der Sau. Hör mal auf zu schießen. Ich kann nicht. Ja, jetzt hat er endlich. Wie, du kannst nicht? Der hat einfach ausgelöst. Mann. Der hat von selbst angefangen zu schießen. Ich hatte nur nicht mal die Finger auf der Tastatur. Naja, das sagen sie hinterher alle. Jetzt können wir aber dann drauf schießen, oder? Ja, jetzt dürft ihr. Ich muss den nur hier in diesem goldenen Kreis halten. Genau. Und dann funktioniert das auch. Dann klappt es auch mit dem Nachbarn und so. Jo, jetzt wird's. Zack und Feierabend. Platten. Ja, den brauche ich nicht. Den habe ich schon. Ups. So, wo sind denn die Kisten da? Dann mache ich mal eine auf. Möchtest du? Bitteschön, bedient euch. Yippie! Mach doch. Gratuliere. Aufrufen. Erledigt. Jo. Wieder was abgehakt. So, dann. Oh, jetzt fehlt nur Nokia auf der Erfolgsliste. Richtig. Ja, David, da müssen wir dich dann jetzt alleine lassen und dafür müssen wir dann Terrace machen. Das passt doch. Ich wünsche euch einen schönen Abend und viel Spaß noch. Danke gleichfalls. Oh. Ja, ich wünsche das Gleiche. Ja, schlaf gut. Ja. Wahrscheinlich nur nicht so gut. Bring ich mich mal zurück. Ach. So. Irgendwie mag Twitch mich heute nicht. Mag es nicht. Dann lauschen wir doch mal bei dem Jackie rein. Bin aber mal kurz AFK, bitte. Oh mein Gott, ja, mach das. Danke. Bitte. So. So, wo haben wir denn? So, dann kann ich. Dann muss ich David ja einmal rausschmeißen.
Und dann einmal den Terris auch. Funktionieren die Einladungen wieder nicht? Lade mich ein, ich nehme auf jeden Fall an. Du bist noch gar nicht. Doch, bin ich. Also in meiner Gildenliste bist du nicht online. Ja, die solltest du vielleicht mal schließen und neu aufmachen. Ich dachte, die wäre intelligent genug. Ja, okay. Nee. Ja, ja. Lass mich raten, du bekommst keine. Probieren wir das mal so. Funktioniert auch nicht. Okay. Okay, ja, ich sehe das. Sekunde, ich habe hier noch ein paar Möglichkeiten. Einmal Gruppe Grenze auflösen, ne? Ja, die Möglichkeit geht natürlich auch noch. Sekunde. So, dann probieren wir es nochmal. Einmal den Terris. Einmal den Yadila. Einmal den Yashir. Das sieht schon mal gut aus. Heute noch jemand am Stream? Weißt du da was? Es ist fast jeden Tag irgendjemand am Stream, aber du hast jetzt irgendein halt großes Event. Was ansteht. Lass mich mal kurz forschen. Wir begrüßen euch recht herzlich zu dem Stream Tracker forscht. So, dann wollen wir doch mal gucken. Twitch. So. Was haben wir denn heute? Wir haben Fragbite Live. Nö. Also zumindest aus der Liste jetzt spontan niemanden, den ich kennen würde. GOG ist am Stream. Treffen vor den Toren? Keine Ahnung. Das klären wir gleich. Und ich verwette meinen Hintern drauf, dass so eine ganze Tonne GTA-Streams da sind. Das kann natürlich sein. Nur verstehe einer den Hype um ein Spiel, was jetzt schon seit anderthalb Jahren released ist. Das ja, gut, du darfst ja nicht die Neuerung vergessen, die sie da ja reingeballert haben mit der Ego-Perspektive. Die gibt's aber auch schon seit einem guten halben Jahr auf der Konsole. Also es ist ja jetzt nichts super PC-exklusives. Ist aber nur für die Next Gen One und PS4, ja, oder? Ja, ja, aber die Versionen sind auch schon seit einem halben Jahr draußen. Ja. Weil auf der 360 definitiv nicht. Rocket Beans TV ist am Stream. Aber die sind eh jeden Tag am Stream. Nö, also ich sehe jetzt kein gigantisches Event. Warum spinnt dann? Ja, wahrscheinlich die ganzen kleinen Austera, der mich mitnehmen kann gleich. Ich kann mich kurz nach Austera porten, ja, aber ich glaube, ich habe... Bin dann Austera. Kann mitnehmen. Ich habe keine Jenseitssteine mehr. Komm nach Austera per Rückruf. Das kann ich machen. Irgendwas zu spachteln suchen. Mach das.
Wibbel, warte mal. Wibbel. Dann kann ich dich auch erstmal. Ich stehe direkt vor dir und lade dich gerade ein. Cool. Wir machen Treffen in Austera. Ja, das können wir machen, oder ich board mich mit Sasa gleich mit. Oder so. Nabend. Nabend. Oh, heute ja. In einem anderen Ensemble. Ich weiß, warum wir Twitch-Probleme haben. Total Biscuit ist am Stream seit 10 Minuten. Das erklärt auch. Das war schon länger wie 10 Minuten, das Problem. Ja, nu. Aber er ist halt bei GOG am Stream und. Eines der Gläser auf dem Boden. Machst du einen Porter? Nee, ich habe keine Jenseitssteine, sonst würde ich. Ich habe gerade meinen letzten verballert, ist mir aufgefallen. Dann mache ich ein Port auf. Das wäre super, ansonsten sind wir hier gestrandet. Nein, ansonsten komme ich und hole euch ab. Dafür hattest du mitgebracht. Nee, ich habe noch 5. Also reicht gleich noch. Also für einen Rückruf reicht es noch. Ja, Rückruf ist kein Problem, da habe ich ja auch den Rückruf. Also. Wollt ihr den gleich zu GH, oder? Ja. Okay. Ja, wir stehen noch an Hadir Farm, also bietet sich an. Sie weg. Boah, wenn ihr durchs Haus brüllt, dann mutet euch doch bitte. Eine Spinne da. Zumindest klang es gerade so.